diese große Zahl der Ehe, weil die Propheten, alle Propheten, von Adam bis Prophet sallallahu alaihi wasallam, alle waren Väter, außer Isa alaihi salam, manche, aber im Allgemeinen, die Propheten waren Väter, die hatten Gattinnen und die hatten Nachwuchs. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ, wir haben vor dir Gesandten gesandt, und وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, wir haben für sie Gattinnen und Nachwuchs gegeben. Es bedeutet, dass die Propheten, die hatten eine Familie, die haben die Familie erlebt. Und es gibt hier eine schöne Bemerkung, und zwar Musa a.s., die Entstehung von den großen Ummen in dieser Erde. Die Umma von Musa und die Umma von Prophet, die große Umma in dieser Erde ist die Umma von Prophet, die große Umma. Und die zweitgroße Umma ist die Umma von Musa a.s. Schau mal, Musa a.s., als er Angst vor Pharaon hatte, er floh von Pharaon. Er geht nach Medien. Er hat diese große Reise gemacht und er ging nach Medien. Dort hat er diese Frau geheiratet. Und danach ging er und hat die Botschaft bekommen. Die Gelehrten sagen, die Entstehung von Musa, die Entstehung von der Umma von Musa, basierte sich auf eine Ehe. Das ist die erste Sache. Weil nachdem er geheiratet hat, gab ihm Allah subhanahu wa ta'ala die Botschaft. Und die Umma von Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihi salam, er hatte Sarah, er hat Hajar geheiratet. Sarah war eifersüchtig und die sagte zu ihm, nimm sie weit von mir. Dann kam Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, nimm Hajar mit dem kleinen Ismail nach Mekka. Und in Mekka wurde Ismail aufgewachsen und heiratete eine Frau aus dem Stamm Jurhum, die kamen, dieser Stamm von Jemen. Und in Mekka entstand die Umma von Prophet sallallahu alaihi wasallam, deshalb basierte sich auf eine Ehe. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Ehe als Sebeb, die Entstehung von dieser zwei großen Ummen. Umma von Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Umma von Musa alaihi salam.